Bisher bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der Höhle am Yuffiensee fanden wir einen grün leuchtenden Kristall, der uns mit Hilfe eines Lichtstrahls zu dem Ort führte, an den er offensichtlich hingehörte. Wir überquerten also den Lavasee in der Höhle und als wir den Ort erreichten, verwandelte sich der Kristall zum Mushapin-Schrein, in dem wir ein weiteres Mal Rauhus Segen empfingen. Anschließend kehrten wir zum Sperrposten zurück, wo wir bei Marulus wieder Krox sein gegen Waffentaschen eintauschten. Im Schutzraum erzählte uns dann Jerin, dass sie die Stimme eines Dämons hörte, nachdem sie den Putz an der Wand einstürzen ließ. Wir konnten die Stimme auch hören und folgten ihr. Plötzlich fanden wir es im königlichen Geheimgang wieder, wo wir auf die Dämonenstatue trafen, bei der wir für ein paar Rubine Herz und Ausdauercontainer austauschen können. In unserer weiteren Erkundung des Geheimgangs fanden wir außerdem noch den Hylia Beinschutz sowie die Hylia Rüstung. Schauen wir doch mal, was wir sonst noch so finden können. Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ich stehe nochmal in der Höhle, in der wir beim letzten Mal gegen die Horrorblume gekämpft haben. Die haben jetzt insgesamt zwei von, ich denke mal drei, Ausrüstungsgegenständen gefunden, nämlich die Hylia-Klamotten quasi. Wo sind sie? Hier unten die, genau. Vor allem auch anziehen, ne? Passt ja gerade so gut. Den Helm müssen wir halt noch finden, den richtigen. Der wird wahrscheinlich noch weiter hier drin sein. Ich habe halt das Gefühl, ist mir jetzt auch aufgefallen, es geht hier noch weiter Richtung Schloss Hyrule, also auch drunter her. So ein bisschen, wo es vorher war. Aber jetzt bin ich hier nochmal eingegangen, weil hier noch eine was war. Ich glaube zwar nicht, dass der Major da drin ist. Doch hat der ein bisschen Platzangst wahrscheinlich da drin. Aber mal gucken, was hier noch ist. Soll ich nochmal mitnehmen? Okay. Erz, auch gut und leuchtsam. Wäre auch hilfreich sein. Erinnerung Topaz, jawohl, perfekt. Weil die können wir ja vielleicht noch brauchen für die Ramella, ne? Die Topaze. Und dann habe ich mich nochmal umgesehen. Also ja, ich weiß, dass es weitergeht auf jeden Fall. Ich habe mich dann echt nochmal umgeguckt hier auf Screen schon mal. Bisschen, damit ich jetzt hier nicht blindlings einfach irgendwo hinlaufe. Ich dachte mir, ich kann ja hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Auch auf dem Rückweg eventuell. Aber ich bin erstmal nochmal weitergegangen und hab geguckt, ob hier noch ein Weg ist. Wo wir der zweite Teil gefunden haben. Ich glaube, das war der. Ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge das war. Auf jeden Fall fehlt der Helm halt noch, wie man sieht. Genau, hier ging es ja. Hier war quasi eine Sackgasse. Aber hier ging es hoch. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es hier hoch geht. Ich brauche einen Maxi-Trüffel mit. Kann ich da eigentlich nochmal fotografieren hier so ein paar Sachen, die ich noch nicht habe? Eigentlich schon, oder? Also doch, hier sind heißt es immer. Nicht hier. Leuchtpilz haben wir schon. So, jetzt geht mal her. Guck mal hier, Yunobu. Mach mal da auch bitte. Ja, hier geht's weiter auf jeden Fall. Perfekt. Alter, wie es immer brennt, ey. Ja, macht das Feuer aus halt, ne? Hallo, bleib doch mal hier. Geh immer weg. Abhauen von mir, ey. Gibt's ja wohl nicht. Immer noch nicht durch. Schade. Ah, jetzt schon mal wieder mehrere Wege. Da mache ich alles kaputt. Ist mir egal. So, Yunobu ist wieder ready. Zack. Oh, das sieht aus wie Wurzelwerk hier auf einmal. Hoppala. Wäre jetzt natürlich ein Ding, wenn man hier echt nochmal ein Schloss reinkriegt und ein anderer Weg. Oh, Elektro. Elektro? Das ist ein Elektro-Raumschlamm, krass. Gibt's also auch die Viecher. Die fallen wahrscheinlich so Elektrokugeln, ne? Mich jetzt mal an. Ich war da nochmal rein. Bisschen. Wow, die folgen mir nicht richtig. Die Dinger. Sind Donnerblumen. Muss aufpassen jetzt. Ich habe aber schon abgekriegt, kann das sein? Ich muss doch nicht aufpassen. Hier scheint ja sonst nichts zu sein. Also da oben sind noch Pilze, Donnerblumen noch. Die nehmen wir auch mal mit. Warum kann man sie ja? Ich bitte nämlich jetzt nicht alle mit. Effektiv nicht. Oder? Ach komm. Sehe schon so, hängen so komisch. Warum dann nicht, ne? Dann gehen wir mal zu dem Raubschleim da oben. Ich mache jetzt trotzdem alles kaputt, warte mal. Was ist er da? Da können auch Ärzte drin sein, die wir noch mitnehmen können eventuell. Oder auch in diesem Fall scheinbar nicht. So. Mist wie. Komm mal her, du Drecksau. Mach dich platt, ich ziehe hier mit der Lanze mit Ritterheilerbar dran. Also haben wir drei Arten von den Viechern gesehen, ne, vier sogar. Normale Raubschleime, Feuerraubschleime, Felsenraubschleime und die Elektro-Raubschleime, ne? Da haben wir auch schon Eisraubschleime gesehen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, die Bögen Alkapol ist natürlich nicht so geil. Oh, vorsichtig. Kugeln fliegen hier noch rum. Auf da, Yunobu, komm.
Scheiße, immer noch nicht K.O. Wie? Ah, die ziehen auf. Hat der jetzt hier den Ruhe gefressen? Ja. Ich weiß, warum mich dieser eine Feuerhauptstamm im Untergrund nicht angegriffen hat. Er hat auf einen der beiden gezielt, scheinbar. Deswegen, guck mal, er greift mich jetzt gar nicht an, er greift, glaube ich, Tulin gerade an. Der kennt das auch, ne? Ist aber gar nicht aufgefallen, dass mir jetzt also im Nachhinein aufgefallen erst. In der im Schnitt, meine ich, in der Aufnahme, ja. Im Grunde auch, ja. Hätte ich auch sagen können. Was haben wir hier noch Schönes? Elektrofrüchte? Oh, die gibt's auch, okay. Ist wahrscheinlich in der Wüste auch, ne? Ja, ist auch so ein Ohm quasi. Das wird als nächstes in die Gerudo-Wüste gehen. Und das haben wir auch noch nicht, ne? Elektroraubschleimstein. Genau, so. Gott, zack. Ein Standard aus einem Elektroraubschleim, ja, brauchen wir. So aber auch nicht unbedingt. Wobei ich wüsste, wofür ich die brauchen kann, noch. Ich kann hier einfach Waffen packen, das finde ich vielleicht auch stärker. Auch nicht gemacht bisher, ne? Oder einfach vielleicht so eine Wirkung für den Rodonit oder so auf dem Zepter oder so. Oder auf dem Schwert, besser gesagt. Was mach ich denn da? Ich kann doch eine Waffe mit einem Stein rannehmen hier. Ich erstmal aus die Zweiner da. Das ist aber bescheuert. So, ihr seht schon auf der Karte unten, ihr geht immer weiter Richtung Schloss Hyrule. Jetzt weiter geht's ja auch bald nach Abkunden, ganz ehrlich. Ja, fehlt auch nicht mehr viel dazu, aber bis dahin. Aber da geht's doch nach oben, warte mal. Lass doch mal eben hier nieder. Würde ich sagen. Ich glaube, ich in der Zeit hier. Oh, da ist der Major. Hi! Ich hab doch gesucht, Kollege. Bist ja endlich. Hab ich gar nicht gesehen, der war auf einmal da unten. Deswegen würde ich auf jeden Fall nicht hier runter. Na gut, macht schon mal schon Sinn, dass der hier ist. Ist der jetzt dieser kritische Gang auch durch? Ja, der hat jetzt einen Haken schon direkt. Major gefunden, quasi heißt das hier. Bis auf zwei Mal. Jetzt haben wir bisher auch alle gefunden, ne? Also an einen erinnere ich mich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen nicht gefunden. Komm, kletter mal da hoch. Ich sagen. Da geht's ja scheinbar weiter. Ja, wo ist denn das da? Da geht's rein. Das ist hier Sackgasse. Geht hier doch nicht weiter. Dann hab ich jetzt aber dann. Echt ganz ehrlich. Da war unten doch noch ein Weg, den ich gerade nicht gesehen habe. Oh, Diamant, geil. Ich sag, dass jetzt alles ist hier. Nicht weiter zum Schloss oder was? Ich will es erzählen. Da passiert hier gerade was. Oh, hey, Yunobo. Ist echt nichts weiter sonst? Ist jetzt Ende im Gelände? Ich meine, ihr könnt ja so ein. Und jetzt komme ich nicht hoch, aber ich guck mal, was ich oben sehe dann. Macht das ja dann doch wieder Sinn. Wenn ich jetzt hier Deckung machen würde. Mal angenommen. Bin ich jetzt schon neugierig. Wir müssen direkt vom Schloss sein, theoretisch. Und das hier auch, gut, das macht vielleicht doch Sinn, weil jetzt der Schloss halt abgehoben ist, ne? Das ist jetzt deswegen auch mit eingestürzt, kann natürlich sein. Aber will ich da jetzt raus? Ich meine, ich gehe wahrscheinlich eh zurück zum Anfang. Ja, das war's, komm, wir gehen hier raus einmal. Wir gucken uns hier jetzt ein bisschen rum. Ist jetzt auch egal, ich gehe eh nochmal zurück zum Bunker, dann zum Schutzraum. Aber da war ja immer nur ein Abfall recht früh, vielleicht gibt's auch zum Helm, ne, letztendlich. Noch. Aber wenn wir gerade hier schon mal so einen Durchgang haben, können wir uns auch nochmal kurz umgucken. Hallo, das haben wir auch schon fotografiert, okay, perfekt. Wir gehen jetzt wahrscheinlich wieder in, ne, wo wir denn dann schon mal oben nur. Oder nix, was ist das denn hier? Da an zwei Hände. Aber hier geht's nicht weiter, okay, das war's eigentlich schon wieder, schade. Vielleicht war jetzt der Fehler doch rauszugehen, ne? Mist. Na gut, Freunde, Geht hier überhaupt? Achso, hier oben bin ich. Von einer Etage höher. Kann ich da jetzt eigentlich reingehen, wo damals ein Typ vorstand? Ist hier noch was drin jetzt? Was ich vielleicht nochmal kurz erkunden kann? Dann, oder? Ist hier Sackgasse einfach? Ne, komm ich da überhaupt durch? Ich das hochheben? Ah, man kann es hochheben, okay. Reicht mir, oder? Ah, geht's erstmal kurz hier weiter, ne? Würde ich sagen nochmal. Du bist auch einfach hier durch. Um zum letzten Teil zu kommen. Ja, außer dass es hier irgendwo ist.
Wow. Ja, ja, stimmt, hier sind ja Gegner drin, überall. Wer denn jetzt? Okay, Novo. Du musst abwehren. Ey, Mann, ich wollte den unter Strom setzen. Boah, ich mal wieder stärkere Waffen, ne? Kann ich mal angehen hier. Der andere. Ey, hör auf, Kollege. Au! Das hör auf! Ja gut, tut ihn. Alter, der haut seinen Kollegen. Der voll Idiot. Komm an da. Alles K.O., ne? Ja. Endlich. Ich hab nicht mehr viele Pfeile, muss ich sagen. Super, Tudin. Oh, egal von oben an. Wieder runter, du so. Vorhin ein Ast. So nicht nichts mehr. So. So. Hier ist auf jeden Fall auch überall Miasma, bitte. So ein bisschen den Weg, ja, nur ein bisschen versperrt. Und hier ist das Schloss halt abgehoben, ne? Man sieht schon. Ich könnte auch darunter jumpen, aber möchte ich nicht irgendwie. Also da unten müsste ja dieser Leichnam sein, theoretisch, ne? Wenn ich mittlerweile auch verschwunden ist, ganz woanders ist. Das ist halt das Ding. So, wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal in den Bunker zurück. Hier ist nichts mehr leider, schade. Was geht, was war? War da eine Truhe oder war da einfach nur eine Waffe drin? Oh Gott. Ist auch bei Miasma, scheiße. Einfach drauf dauern. Scheiß Vieh. Bis der Ast kaputt geht. Aber ist ja ein Hartholz aus, deswegen ganz gut. Oh, jetzt ist er sauer. Ich werde noch Strom setzen. Eigentlich ja so gut. Der geht auch gleich kaputt, naja. Der ist schon K.O., jawohl. Perfekt. Ich da noch ran, ja. Perfekt, sehr gut. Oh, kaputt, Jodobo, danke. Aber hier ist auch nichts Gescheites gerade, ne? So wie es aussieht. Sind auch noch Gegner? Noch ein schwarzer Bock drin? Hab ich mich jetzt unbedingt besiegen? Eigentlich nicht. Ich sage es zumindest nicht. Haben wir hier noch Schönes. Habe ich ein Schild? Den schon fotografiert. Ein Reiseschild. Perfekt, haben wir ihn auch. Was da drüben noch? Also hier haben sie auch nicht viel repariert im Schloss, ne? Muss man sagen. Oder ist wieder viel kaputt gegangen? Kann natürlich auch sein. Guck da so an die Truhe, oder? Ah, die kann ich leider nicht so mitnehmen, scheiße. Mach was so, wie so gedacht ist. Nicht so schlimm. So einfach, bumm. Schaffen wir schon, genau. Da liegen sogar noch Bögen und Waffen. Leibwache gewandt. Okay, cool. Hat sich ja doch noch gelohnt, hier reinzugehen. So, war jetzt der nächste Bock, der war hier unten, ne? Der war unten drin, ne? Achso, da unten drin, Kollege. Ja gut, Tudin. Oh, jetzt haben wir sein Ding entflammt. Scheiße. Mein Bauch. Der hat seine Waffe fallen gelassen und der verbrennt ja wohl. Komm ich da jetzt irgendwie rein noch? Komm ich da oben nochmal dran an das Brett? Bleib weg jetzt, ne? Oder? Das ist echt so weit weg.
Ich hab gut gebrauchen gerade. Was ist denn da drin? Da muss doch irgendwas drin sein. Interessantes. Komm, fackel die Kiste einfach ab, genau. Röstäpfel. Ich kann da einmal reinrennen, oder? Um jetzt mal riskieren, ist ja nicht so schlimm. Was passiert auf sechs Soldatenbogen ist da drin? Ja, nicht. Ist ja schwach. Also hier, das hat sich gar nicht gelohnt. Der kam hier rein. Ist da noch irgendwas? Eine Waffe? Da wäre sogar noch was gewesen zum Nehmen. Ich dachte nicht. Raus? Scheinbar nicht. Da irgendwie fest. Ist hier noch ran? Ist hier noch Soldatenzweiten, da brauche ich den. Ich kann diesen Ast hier ablegen, ne, den ich in der Hand habe. Der ist eh schon fast kaputt. Ich jetzt mal an, also der hält nicht mehr viel aus. Na gut, hier war echt nichts jetzt gefühlt. Guck mal kurz oben, ob wir da auch noch durchkommen. Wenn ich würde sagen, wir gehen nochmal in den königlichen Geheimgang da rein. Und gucken nochmal nach, ob wir da einen Helm finden. Ja, hier ist wieder der Ausgang einfach, wo ich auch nicht rein konnte. Erstmal hier war. Hier komme ich jetzt auch nicht raus, okay. Na dann. Nochmal zurück in den Bunker da, würde ich sagen. Da sehen wir uns dann noch wieder. Ach, wo wir gerade hier sind, mit dir können wir immer sprechen. Wir haben ja die Demo-Statue gefunden, genau. Bestraft, als ich was zerbrochen habe, wird der Demo meine Seele holen. Olo Gratian, meine liebe Familie, leb wohl, für immer. So eine Demo-Statue, alles gut. Was, du warst in dem Loch? Oder will ich ein Dämon? Und wird er mich holen? Ach, eine Demo-Statue ist da drin? So etwas habe ich schon einmal gehört. Möchtest du erzählen, was ich über diese Demo-Statue weiß? Klar, gerne doch. Eine Gottheit von Leben und Stärke, berührt von der Göttin Zorn, dem Untergang geweiht. Die Mondstatue ist also vermutlich diese Gottheit von Leben und Stärke. Wie verstand die Statue wohl auf diesem Podest, als sie noch als Gottheit verehrt und angebetet wurde? Die Stimme, die ich gehört habe, war so die traurige Stimme der Dämonenstatue. Die Göttin eine Gottheit ist, die gibt dann war die Dämonenstatue gewiss eine Gottheit, die stets genommen hat, ja. Ich denke mir, dass beide Gottheiten existieren mussten, damit sich die Macht der jeweils anderen manifestieren konnte. Was ich ja noch in die Wand geschlagen habe, war wohl Schicksal. Kann ich hineingehen, aber ich werde weiterhin hier putzen. Will ich der Dämonenstatue von hier aus meinen Respekt erweisen. Wunderbar, hier, das ist für dich. Als Rubine, geil, hat's ja gelohnt. Das Robot ist Budget für nächsten Monat, aber ich gebe es dir. Danke, dass du mir all meine Sorgen genommen hast. 20 Rubine kriegst du im Monat. Okay. Ich will beruhigt an die Arbeit gehen. Mich auch. So, dann gehen wir mal wieder dahin, wo ich die Stelle hatte, ne? War nicht direkt hier vorne sogar? Wo ich nicht weiterkam. Ja, es war direkt hier vorne, tatsächlich. Ich war gar nicht so weit weg. Wo ist, Yunobo? Ja, nicht hier, oder was? Erstmal bitte antanzen, Junge? Nee, scheinbar nicht. Hab ich mich jetzt hier einmal durch. Außer jetzt geht's hier echt nicht weiter. Ah, doch, hier geht's weiter. Guck mal. Ist auch noch ein Gang. Leute. War irgendwo auch klar. Die ganzen Waffen hier noch rauskommen. Da sag ich, hier sind nur die Erze. Hinter. Ja, da ein bisschen scheiße. Da muss ich ja echt nochmal gucken. Hier überall. Ich verpasst habe. Was sieht so aus, geht's hier nicht weiter. Scheiße, oder? Kacke. Ich will den Helm halt haben, ne? Leute, ganz ehrlich. Ist irgendwo ein Gang, den ich nicht sehe? Da oben geht's auch nicht ruhig, ne? Nee. An der Decke klettern, genau. Ja gut, da muss ich nur mal gucken, ob ich da irgendwo einen Weg verpasst habe. Ich dachte sogar da, wo die einen Böckel von der Brücke gestürzt haben oder wo der Brücke stand. Da war ja auch noch ein Wasserweg, ne? So, genau hier meinte ich. Den Weg hier unten. Der ist ja auch noch nicht nur dort dran durchpilzen, ne? Und so. Ach, hier drüben, warte mal. Aha, auch noch nicht gefotografiert, wusste ich es doch. Nehmen wir auch noch mit. Ich gehe da nochmal lang. Das sind schon mal Fehler auf jeden Fall. Das ist auch wieder eine Sackgasse, ne? Shit. Wo ist der Helm? Mit Kröte? Jawohl, haben wir noch gekriegt. Ein Vier habe ich auch bekommen, ne? Leider nur die eine jetzt. Sehe ich noch was in der Nähe? Grüner Rubin. Da muss ich gucken, wo ich weiterkomme jetzt. Hier muss noch was sein hier.
Oder Leute, die dritte Kamera, ich bin jetzt hier nochmal bei dem Stahlhinox, die dritte Kamera direkt vor meinen Augen. Die ist hier hinter einfach. Bin gerade ein, da ist auch noch was gewesen. Gucken wir mal. Ob da doch reingeht. Geht zwar nicht rein, ne? Ist das Problem. Na doch. Wie sieht das aus, wird es da schon reingehen? Wie komme ich denn da rein dann, ist die Frage. Die Bombe ja scheinbar nicht. Die Bombe kann ich schlecht rufen. Das Problem, da sieht auf jeden Fall, das wär ein Durchgang. Da kann ich hier von hier aus rufen und da reinschleudern. Das ist cool. Da geht doch Wasser unter, oder? Einfach, oder? Ja, da geht einfach unter. Oder ist hier irgendwas, was ich benutzen kann, um da reinzukommen? Das wäre ja schon möglich, das wäre, ne? Dafür gucke ich, ob ich da irgendwie reinkomme. Sieht irgendwie echt schlecht aus. Mal her, mach mal hier alles weg. Da bringt mir gar nichts. Da vielleicht einen Weg von oben rein, das wäre cool. Aber ich meine, die Steine sehen noch nicht aus, könnte man die zerbrechen einfach, ne? Warum einfach mal sagen. Den kann ich ja auch nicht. Man kann auch da reingucken, oder nicht? Bin ich jetzt blöd. Ist auf jeden Fall was hinter. Okay, mir meine Stelle kurz. Ich geh mal weiter gucken, ob ich irgendwie da reinkomme. Ist auch hier noch irgendwas von oben rein oder so? Ist da irgendwie ein Weg oben? So, also. Bin nochmal ein bisschen weitergegangen, irgendwie komme ich aber nicht, finde ich nichts, was mich irgendwie dahin führt. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich da doch wegspringen kann. Seht da vielleicht irgendwas? Ne, sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, ich schon gerade meinen Donnerboom hier. Jetzt kriegt man die wahrscheinlich auch. Jetzt ist er doch offen. Halten die vielleicht einfach nur mehr aus, die Steine. Einfach so drei Sprengungen fehlt, kann das sein? Drei oder vier? Ne, drei habe ich jetzt drauf gefeuert, ne? Da ist auch nicht mal alles weggegangen, okay, aber jetzt komme ich hier rein, ne? Ist da schon mal was? Was wieder ein Gegner? Das ist ja jetzt nicht verwunderlich. Ist das ja ein Raubschleim? Oh, ja, da haben wir doch einen Eisraubschleim, okay. Wenn ich vorher noch keinen gesehen habe, dann ist es jetzt. Mein ersten, ja, das ist mein erster tatsächlich. Also süßer, so zack hier noch. Krieg ich aber hier nur nicht rein, ist das Problem, ne? Wow, was ist denn vor? Bist du denn hier, Kollege? Au, ey, was passiert hier? Sag mal, ist der bescheuert? Alter! Ich gehe gar nicht durch. Was macht der denn hier? Schafft immer mehr Dinger, ne? Kann das sein? Ich eingefroren, super. Weil ich zu nah dem Vieh stehe. Oder was? Kann der mal aufhören jetzt? Der Scheiße. Komm drauf da. Du könntest dich besser gebrochen, ehrlich jetzt. Als du, Dean. Hallo, ich bin hier, Kollege. Schuck weiter. Schade, dass ich letztes Mal schon gesehen habe, diesen Durchgang, also nicht mehr weiter überprüft habe, besser gesagt. Damit Eis bitte auch verschwinden mit dem Vieh. Nee, leider nicht. Da ist die Truhe. Ist da der Helm drin? Ich hoffe es. Yes, der Julia-Helm. Dann haben wir es doch hier alles jetzt. Leute, sehr gut. Haben auch alles gefunden hier. In dem Kabuff. Eisbrecht habe ich auch noch nicht fotografiert. Okay, wusste ich auch noch nicht. Eigentlich möchte ich den Stein hier noch haben. Zack. Geht mir jetzt auf dem Foto fast gar nicht, aber ist egal. Alter, hör auf, tut ihn. Die Sachen jetzt hier.
So, den Eisraubschleimstein, genau. Hab ich Eisbruch kaputt gemacht. Super. Sehr gelohnt. Ich vorher mal sammeln sollen, genau. Dann denke ich mal, haben wir jetzt hier alles, ne? Diese ganzen Eisplatten hier, ne? Also Eisraubschleim im Wasser ist wohl nicht so ins ungefährlich. Aber gut, Freunde, dann können wir jetzt hier uns verdünnisieren. Das kann weg. Ich habe hier auch nochmal eine Markierung gemacht. Ja, und die letzte war, glaube ich, hier unter der Rücke. Ich glaube echt so, das war jetzt in der Mitte von den anderen beiden Truhen. Aber egal, jetzt gehen wir zurück zum Spähposten, beziehungsweise wir gehen, glaube ich, zurück sogar hier. Genau, da gehen wir hin. Zu dem X da. Und dann langsam Richtung nächste Hieroglyphe. Ich glaube, die werden wir vom Tunnel eben so richtig gut sehen können. Vermute ich jetzt mal. So, da schießen wir uns auch direkt in die Lüfte. Guck mal, wo die Hieroglyphe ist. Soll irgendwo in der Richtung sein, ne? Eigentlich. Oh, warte mal. Auf der Insel war ich ja noch gar nicht, ne? Ich glaube, das war so nicht die Hieroglyphe da. Ich sehe sie gar nicht gerade. Ach doch, da. Ist er doch, ne? Ja, da müsste sie sein. Ich jetzt eigentlich hier oben landen? Unbedingt. Ich kann mir kurz hier umgucken. Ich will jetzt hier gar nicht so viel Zeit verbringen. Was gerade irgendwie ein Vogel. Und Goldapfel. Welche Frucht, die gar nichts verglitzert und manchmal unter den ganz normalen Äpfeln zu finden ist. Der verzehrt etwas für Gourmets. Wie viel Apfel ist kein anderer. Cool. Hab ich gesehen. Noch einer, guck mal hier, noch einer. Noch ein Goldapfel. Das habe ich nicht echt erkannt, okay. Muss auch mal wissen, dass es Goldäpfel gibt, ne? Direkt zwei nebeneinander hier oder was auf einmal. Ist ja geil. Drei sogar. Wachsen die nur auf Himmelsinseln? Wisst ihr das zufällig? Da können die überall wachsen, theoretisch. Ah, ich werde spätestens dann herausfinden, wenn ich einen unten sehe, ne? Sag ich jetzt mal. Was haben wir da unten noch? Mal schön nachgucken. Hier noch ein Krog drauf? Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber hier wieder fünf Städte. Hier könnte man Gleiter fliegen lassen. Ah, hier sind Feen. Hol ich mir die auch nochmal. Würde ich sagen. Oben drauf ist doch schon was, oder? Ich gehe jetzt erstmal eiskalt hier runter komplett. Egal, ich will eh nicht hier hin. Ich will ja eigentlich zu dem Schatz da unten. Hallo, kommst du mal her? Olle Fee. Runter weiter. Upsala. Ja, die Markierung wollte ich nicht setzen. Was sind die jetzt? So, ich habe die schon weggemacht, weil ich so da dran bin, ne? Ich grad sagen. War die gerade auf zwei Feen? Ach, da hinten ist auch noch eine, ja. Ich kann den Helm auch mal aufsetzen, eben, wenn ich den schon gefunden habe. Eigentlich. Wachen-Set muss man auch noch eigentlich komplett finden können. Weil wollte ich jetzt nicht. Mit die Fee. Mach ich die Bälle zuerst. Du die Bälle. Oh, hatte ich noch. Ach, stimmt, die habe ich abgeschossen, die ich eigentlich gefunden habe, ne? Mal. Du guckst jetzt mal runter. Diese scheiß Feen, ne? Das soll jetzt echt ätzend, oder? Die nicht runtergeflogen kommt, das gibt's da nicht. Die können auch so weit oben fliegen, die Viecher, ehrlich jetzt. Die machen noch weiter nach oben. Ist doch nicht, oder? Alter, diese Fee. Ich verarsche mich doch gerade. Ah, jetzt ist sie weg. Egal. Ganz ehrlich, scheiß Fee, die mich jetzt eh nicht. Also, wir gehen runter. An der Schatz ist wo genau? Ich guck nochmal eben. Da hinten ist er. Jetzt falsch geflogen. Grün Markierung, okay. Da wollten wir eh hin. Ich komme hier nur mal in Ruinen gucken, theoretisch und so. Mach ich jetzt auch, glaube ich, oder? Ja, hier gucke ich mir auch nochmal um, eben. Einfach weil hier in Warpers Wild war hier mal Jovas Maske. Da lohnt sich schon nochmal, hier einen Blick reinzuwagen in der Ruine hier. Überhaupt was? Komodo gar nicht so zur Ruine, genau. Ist sie. Was passiert denn? Wo kommen die Hände denn jetzt her? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Tabach, verdünnisiert euch ja.
Haut ab. Scheiß Patschädchen. Kriege ich mich hier? Oh, die greifen auf jeden Fall noch mir, ja. Hier durch einfach? Habt ihr da hinten? Was seht ihr jetzt? Hä? Was ist hier wieder verschwunden einfach? Insta-Klumpen. Also, die haben wir doch schon mal vom Links gekriegt, ne? Von der Statue in am Schwerposten, ne? Ich hab schon auch für irgendwas gebrauchen, also ich sehe jetzt hier erstmal nicht so weit. Ah, hier ist eine Truhe doch. Das ist eine wichtige Truhe. Ja, sieht stabil aus auf jeden Fall. Ritterschild, Stärke 40, nehme ich auf jeden Fall mit. Und das dafür das Ding jetzt auf hier. Ja gut, Leute. Ich kann irgendwas da hinten runterfliegen sehen. Ich glaube, mehr ist jetzt hier nicht, ne? Aber ich sollte doch lieber erstmal nach Athen gehen und mich dann überall umgucken. Dann ist doch ein Schrein. Gehen wir da nochmal hin schnell, genau. Ist ein Moblin. Akuda. Mit einem Bockblin, ne? Yep. Gehen wir noch zum Schrein heute, dann sollte er, glaube ich, auch reichen. Haben wir jetzt irgendwie wieder ganz voll genug gebraucht, um den Links zu suchen, diesen scheiß Helm, ne? Gefühlt. Hat zwar noch ein bisschen anders gefunden, aber weiß euch der Rede wert irgendwie. Nach oben. Dann gehen wir zum Schrein, da müsste irgendwo eine Höhle sein da hinten. Vermute ich jetzt mal, ne? Da wo der Kreuz ist auf der Karte. Also Höhle muss auf jeden Fall sein, meine ich. Aber bisher waren die Schätze alle in Höhlen. Ja gut, aber... Ne, komm, wir machen den Schrein noch, komm. Ganz ehrlich, ist mir noch zu wenig heute. Dahinter ist von Krog, muss ich auch noch merken. Der Tenji Ten Schrein. Komm, den machen wir jetzt doch fix. Ist mir jetzt egal, komm, rein da. So, Kampftechniken werfen, nochmal werfen. Okay, das geht ja eh recht, relativ zügig hier. Diesmal kann ich wahrscheinlich Waffen werfen, oder? So wie es aussieht. Das war jetzt hier keine Früchte am Anfang. Ihr habt die helle Baden da. Dieser Schrein läutet eine Übel aus vergessenen Tagen. Gut, der du ihn besuchst. Folge unseren Anweisungen. Zieh dir sorgfältig und wirfst du dann die Waffe nach dem Gegner. Ich aber gar nicht. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Ja, komm, ist okay. Oh, hoppla. Immer so eine helle Bade, danke. Zack. Ausgezeichnet. Nun? Lass dich von der Bewegung des Gegners nicht täuschen und wirf die Waffe nach ihm. Okay. Easy, ey. Ist auch runtergeflogen, kann das sein? Ihr habt die Sachen unten gelandet. Du hast alle Techniken gemeistert. Die wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Hier schreien will ich noch schnell. Ist er dann echt noch drin gewesen jetzt? Ist hier auch noch Waffen? Ne, nur diese Sachen da, ne? Hab schon fotografiert, ne, genau. Nicht hier noch so. Ein Sonanium-Schwert auch noch fotografiert, okay. Würde ich eine Skisphäre fallen lassen sonst? Nicht hier oben doch noch was. Ne, okay. Energiesphäre, schade. Ich das Schwert mit. Das Ding hat 4 Stärke. Ja, aber. Nee, komm, das war hier liegen. Hat aber ein Felsbrocken dran. Kann ich da so Steine mit zerkloppen. Hat euch wieder für mich zumindest mehr wert als jetzt dieses Sunanium-Schwert. Sunanium-Lanze. Haltbarkeit 4. Nee, Haltbarkeit plus plus, aber Stärke 4. Ja, kommt nicht weiter weg hier. Scheiß drauf. Wollte mich dich halt schon mitnehmen. So, hätten wir das ja geschafft. War halt wieder sehr lange unterwegs wegen. Wie gesagt, wegen dem Hühnerhelm. Ja, kann auch sein, dass die Folge so kürzer ausfällt, als ich gerade denke, aber ich würde doch trotzdem sagen, das reicht hier für heute, Freunde. Aber wir gehen nochmal raus aus dem Schrein. So, da sind wir auch draußen, aber wir fangen hier heute nichts mehr an. Wir nehmen auf jeden Fall beim nächsten Mal den Krog da mit. Der irgendwo, okay, guck in die andere Richtung, vielleicht holen wir erst die Höhle und dann den Krog.
Weil die Höhle scheint da hier zu sein, einfach, ne? Da können wir auch schnell überprüfen, dann haben wir die schon mal gefunden zumindest. Da wissen wir, was reingeht. Ja, aber das X ist auch da. Da muss es einfach reingehen. Das Gewitter, da stecke ich sowieso mal unter. So, ich komme einfach hier mit die Lobo, ja. Stimmt. War gar nicht meine Waffen nutzen. Die Höhle am Flötengrashügel. Mit den Viechern hier, geht mir nicht auf den Sack, danke. Ja, hier gucken wir uns beim nächsten Mal um nach dem Schatz, Leute. Das machen wir heute nicht mehr. Ich bedanke mich aber fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Hier rechts finde ich euch die Playlist zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Da habe ich ja hier auch Let's Played, als es erschienen ist. Und klickt da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basekasu.